Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Beyond Perception. Zeit für eine neue Entdeckungsreise. Mein Name ist Simon und ich freue mich sehr, heute Dr. Michaela Dahne zum Gespräch zu begrüßen. Herzlich willkommen. Ich stelle dich ganz kurz vor. Du bist Biochemikerin, Autorin, Dozentin, hast dich tief mit Alchemie und den hermetischen Prinzipien beschäftigt und auch die Schriften des Paracelsus intensiv studiert und unter anderem das Institut für alchemistische Medizin sowie die Schweizer Akademie für moderne Paracelsus-Medizin mitgegründet. Und dort bietet ihr Vielzahl von Seminaren und auch eine Ausbildung an. Und ich freue mich, ja, dass das heute klappt. Herzlich willkommen, Michaela. Ja, hallo, guten Morgen, Simon. Freut mich, hier aus Spanien dabei sein zu können. Ja, und wir haben ja gestern kurz gesprochen und unter anderem auch über Paracelsus. Und da habe ich dir gesagt, dass ich gar nicht so weit von seinem Geburtsort entfernt wohne. Und das Kloster Einsiedeln ist hier bei mir ganz in der Nähe in der Schweiz. Und da hast du gesagt, dass du immer wieder da bist und dass auch ja, also Schriften des Paracelsus in dem Kloster hier noch irgendwie wirklich physisch liegen. Ja? Ja, eigentlich müsste direkt vor dem Kloster auch eine große Statue für Paracelsus sein. Das gibt es nicht. Es gibt aber in seinem Geburtshaus eine Gedenktafel. Aber das wirklich Wichtigste, nämlich sein geistiges Vermächtnis, da befinden sich tatsächlich noch Werke in der Klosterbibliothek, deren Schätze noch gar nicht gehoben sind. Also die man eigentlich aus dem alten Alemannisch, wie er geschrieben hat, teilweise auch ein bisschen Latein, und den vielen Zeichen, die er in seine Bücher dann oder in seine Aufzeichnungen, mit denen er die versehen hat, das sind schwierige Zeichen, da muss man sich lange mit beschäftigen, bis man die entschlüsselt hat. Ich habe über Jahre hinweg in den ersten Jahren meiner Paracelsus-Forschung bestimmt 5, 6 Bände nur zum Entschlüsseln von alchemistischen Zeichen gebraucht, um diese Schriften verstehen zu können, weil die sind kodiert, damit nicht jeder, der diese Sachen in die Hand bekommt, kapiert, worum es da geht. Interessant. Also ist das so, Alles verschlüsselt, ja. ist das eine Sprache unter den Alchemisten, die sie gegenseitig verstehen, oder ist das seine eigene, sozusagen selbst erschaffene? Nein, 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 das ist eine universelle Sprache durchaus. Und wir kennen noch Reste davon. Wir sehen das bei der Astrologie, wo ja die Zeichen für die Planeten sind und wo es Zeichen gibt für Mondknoten, aufsteigend und absteigend, und wo es Zeichen gibt für eigenes Haus oder Würde oder so etwas. Also es gibt überall Zeichen. Es gibt aber auch, und die fehlen in den Astrologen, es gibt alchemistische Zeichen für die Metalle. Es gibt Zeichen für bestimmte Arten der Zubereitung, damit also sozusagen die Rezepte kodiert waren. Da gibt es Zeichen für Tinktur, für Kochen, für Destillieren. Es gibt für alles Zeichen. Und das ist im Prinzip, ja, was wir heute würden wir Geheimsachen verschlüsseln mit Algorithmen. Und die hatten einfach früher ihre. Und wer den kennt, der kann das lesen. Und so ist es früher auch so. Wer die Zeichen kennt, der kann diese Sachen interpretieren. Und ich habe manchmal, dass mir Leute Zeichen schicken und ich erkenne dann, okay, das ist ein Rezept, wie man aus Lapislazuli ein spagirisches Elixier herstellt. Das war das Letzte, was ich bekommen habe, war auch richtig spannend, das rauszukriegen. Und das ist in einem Symbol, ist das Ja, drinne? nein, Oder nein, ist das das sind dann eine viele Vielzahl Symbole von? hintereinander. Okay, Das ist eine ja. ganze. Ja, das sind viele Spannend. Symbole. Also wenn ich fragen darf, oder? Weil das habe ich, das weiß ich jetzt noch nicht. Wie hast du Paracelsus entdeckt? Was hat dich an ihm gefesselt? Ja, was? Das ist auch eine schöne Geschichte insofern, als dass ich ja in Spanien also meine Doktorarbeit gemacht habe. Ich habe Biochemie in Düsseldorf studiert, dann habe ich meine Doktorarbeit in Spanien gemacht. Mein Mann, den ich schon vorher kannte, hat gleichzeitig sein Medizinstudium abgeschlossen. Und dann haben wir überlegt, was jetzt? Also das heißt, haben wir schon vorher überlegt, und Miguel wollte immer eine naturmedizinische Praxis haben. Dann haben wir gesagt, gut, dann wäre es ja sinnvoll, wir würden beide Homöopathie können. Haben das 3 Jahre gelernt und waren sehr unzufrieden. Und die Homöopathie, die klassische, wie sie gelehrt wird für die Unizisten, das ist furchtbar. Also du hast da 2000 Mittel und die sind in Kompendien beschrieben mit 35.000 Einzelsachen, die du dir anschauen musst. Erstmal alle Effekte, die das Mittel hat, und dann die Modalitäten, besser oder schlechter. Und danach, das müsstest du 90 Minuten den Patienten abfragen, bis du zum Mittel kommst. Und da habe ich mir gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Das ist ja wohl gar nichts. Und dann war ich irgendwann in Düsseldorf bei meiner Großtante. Die war die erste Frau in Düsseldorf, die Medizin studiert hat, und die praktizierte, bis sie 85 war.
Hand. Die sagte dann zu mir, ach, dann lies doch mal Paracelsus, da findest du die Antworten, die du suchst. Sie war selber spezialisiert auf Naturmedizin, war Rudolf Steiner Schülerin und hatte die Paracelsus-Werke vollständig da. Und die habe ich mir angeschaut und angelesen und dann ging es mir wirklich wie ein Licht auf, weil mir dann klar, aha, hier sind die Zusammenhänge, nämlich, dass die Mittel nicht zufällig für etwas helfen und dass der Mensch auch nicht zufällig an etwas Bestimmten erkrankt, sondern dass da eine Systematik dahinter ist, dass man angeborene Schwächen hat, dass man angeborene Talente hat, dass man angeborene Sinne hat, die besser entwickelt sind als andere. Und dann kam das Allertollste, dass man das Paracelsus einfach sagt, ja, und die Mittel dafür, die findest du, indem du dir sie anschaust. Er sagte, Gott hat die Natur gezeichnet, damit man immer alles finden kann. Und das heißt, wenn ich einmal kapiert habe, ich habe Zeichen, ich kann die Sachen anschauen, ich kann sie anfassen, ich kann sie riechen, also mit meinen 7 Sinnen erfassen und damit feststellen, welche Signatur das ist, dann kann ich diese Pflanze, diesen Stein, diesen Baum, dieses Stück Musik dazu verwenden, ein bestimmtes Organ, das die gleiche Signatur hat, zu behandeln. Und das ist der eigentlich der Grundstein der Paracelsus-Medizin. Und das ist so anders als heute. Denn heute sagen wir, okay, Schnupfen ist immer Schnupfen, geht immer gleich weg mit den gleichen Sachen. Da geben wir doch immer dasselbe mit. Wenn Kinder husten, dann gibt es einen Kinderhustensaft. Und wenn du etwas anderes hast am Herzen, dann gibt es das Herzmittel. Und das ging los mit Aspirin. Wenn du Kopfschmerzen hast, dann kannst du Aspirin nehmen und die gehen davon weg. So, und zwar alle. Es wird nicht nachgeguckt, warum du die Kopfschmerzen hast und es wird auch nicht geguckt, ob deine Kopfschmerzen so sind wie meine. Beide werden mit dem Aspirin niedergeknüppelt. Es kann sein, dass du davon Nasenbluten kriegst oder dir der Magen durchbricht, wenn du zu viel davon nimmst. Und dann ist das eben unter den Nebenwirkungen im Zettelchen aufgeführt und Pech. Worauf keiner kommt, ist, dass es einfach vorhersehbar ist, wer was kriegt. Dass vorhersehbar ist, wie du auf das Medikament reagierst und dass du, wenn du mit Naturmitteln arbeitest, dann hast du nicht ein Mittel für alle, sondern du hast 7 Biotypen und du hast 7 verschiedene Mittel für Kopfschmerzen oder solltest du haben. Und da scheitert die Homöopathie heute auch dran. Die verlieren sich in den Details ganz individuell. Du kannst aber, wenn du nach Paracelsus arbeitest, mit 7 Biotypen arbeiten. Die sind geprägt durch die Himmelskörper. Und wenn du das hast, dann ist es relativ leicht zu sagen, okay, diese Pflanze ist für den gut und diese Pflanze für den anderen bei scheinbar gleichen Symptomen. Also wenn ich das jetzt so mithöre, also es scheint irgendwie zu ermöglichen, dass man eben die zusammen entdeckt und nicht irgendwie mit dem reinen Symptombild da irgendwie... Ja, das ist das Problem. Mit dem Symptombild machst du ja... Das hängen ist so, bleibt, ja. Das ist so eine Ebene, auf der du dann eingreifst in den Stoffwechsel mit einem Medikament, das in den Stoffwechsel deinen eigenen entmündigt und darauf funktioniert. Ist eine schöne Sache für Akutmediziner, ist man heilfroh, wenn du einen wahnsinnigen Schmerz hast, bist du froh, wenn du ein Schmerzmittel hast. Oder wenn du ein hohes Fieber hast, bist du froh, wenn du das irgendwie los bist. Aber Paracelsus sagt, das ist antipathisches Heilen. Und antipathisches Heilen heißt, dass du ein Symptom unterdrückst. Und du weißt nicht, wo es als nächstes wieder ausbricht. Das gibt dann, dass wir heute ein Niveau-Shift nennen. Wenn du lange etwas unterdrückst, wie zum Beispiel Asthma mit Cortison, dann wirst du später andere betroffene Schleimhäute haben. Das heißt, du wirst dann, wenn du Erwachsener bist und du hast als Kind dauernd Asthmasprays bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du später einen kaputten Darm hast oder und dann als ganz alter Mensch kaputte Gelenkoberflächen, ziemlich wahrscheinlich, weil die Schleimhäute wandern und das Problem dann einfach verschoben wird. Und das nannte eben Paracelsus antipathisch und sagte, das geht nicht gut, das geht nicht lange gut. Und was er eben wollte, ist, dass wir sympathisch heilen. Gleiches zu gleichen. Das ist lange vor Hahnemann von Paracelsus schon gesagt worden. Also wirklich die Ursache irgendwo wiederfinden. Und wenn ich, also du sprichst jetzt von Biotypen. Und das ist das gleichbedeutend mit den Signaturen oder den verschiedenen Signaturen, die wir tragen und die sich dann überall in allem wiederfinden in dem Sinn, also diesem Gesetz. Erstmal etwas zum Thema Signaturlehre bitte. Sagen oder vielleicht auch mal ganz deutlich zeigen. Ich gebe mal ein Bild rein und mal gucken, ob das klappt. Ja. Und seht ihr vielleicht mal das Wichtigste. Der Mensch, und das ist nicht nur gilt das für den Menschen, sondern im Prinzip
Mal schauen, ob ich es ganz kriege. Der Ja, Mensch super. besteht aus drei Teilen, nicht aus zwei. Wir kennen alle, dass wir aus Genen bestehen. Dann wissen wir auch noch, dass etwas die Gene alleine noch gar nicht ein Lebewesen ausmachen, sondern die Art, wie er dann lebt und wie diese Gene entwickelt werden. Da hängt unsere ganze Lebensweise mit an, unsere Ernährung, was wir an toxischen Substanzen zu uns nehmen, aber auch, wie glücklich wir sind. Und das nennen wir heute Epigenetik. Das hat man früher Umwelt und Erziehung genannt. So, und jetzt gibt es noch was Drittes. Und das ist der siderische Körper nach Paracelsus. Und der wird geprägt durch einen Himmelskörper, der am Tag der Geburt in unserem Sternzeichen steht, also in der Mitte des Himmels und eine Prägung vornehmen kann. Und das gilt nicht nur für uns. Alle Prägung auf der Erde passiert durch die sieben Himmelskörper. Und die machen das durch Resonanzphänomene mit Licht und Klang. Und das ist etwas, das ist etwas, das stammt aus der Zeit, als die griechische Medizin sich mit der ägyptischen Medizin vereinigt hat. Da hat man diese hermetischen Gesetze festgestellt. Wie oben so unten, was sich am Himmel tut, das prägt auf der Erde. Das gleiche Muster wiederholen sich. Die Entwicklung geht von oben nach unten und von außen nach innen. Solche Erkenntnisse, die sind gekommen durch die Alchemisten. Die haben die, und es war immer Geheimwissen. Denn wenn ich weiß, durch Beobachtung des Himmels, was sich auf der Erde tut, dann bin ich kein Opfer mehr, dann kann ich etwas tun, dann kann ich reagieren, dann kann ich mich vorbereiten. Wenn ich weiß, ich bin unter der Venus geboren, dann weiß ich, okay, ich muss auf meine Nieren aufpassen, das ist nämlich das gefährdete Organ oder die Haut bei der Venus. Das heißt, ich weiß vornherein, wenn ich dies hier sehe, was dem Patienten fehlen wird, und ich weiß auch noch, was viel besser ist. Ich weiß seine Mittel. Weil dann suche ich, um diese Nieren oder um diese Haut zu behandeln, alles, was Venus-Signatur hat. Und dann arbeite ich von Kupfer bis hin zu Malve, mit den Mitteln, die gleiche Signatur haben. Und wir können das immer sehen, wenn wir historische Persönlichkeiten anschauen. Ich habe mir monatelang mal die ganzen Schauspieler heute angeschaut oder habe mir berühmte Persönlichkeiten wie Goethe oder Schiller oder eben hier Musiker wie Hector Berlioz oder Mozart angeschaut und habe festgestellt, okay, die richtig tollen Künstler, die übrigens auch so aussehen, so wie Berlioz oder Mozart, sind Venusmenschen. Was machen die? Die komponieren Stücke mit ganz viel Quinte, wo die Zahl 5 wieder drin ist. Das heißt, es gibt einen ganz starken inneren Zusammenhang, sodass klar ist, wir haben drei Teile. Die Gene, die sind auch nicht so starr, wie wir früher gedacht haben, sondern die verändern sich durch die Lebensweise, darum Epigenetik. Ich kann hier ein Thrombosegen drauf haben oder ein Krebsgen. Und das ist das, aber das heißt noch lange nicht, dass ich das entwickle, wenn es mir in meinen Umständen gut geht. Wenn ich mich aber dann alle meine Liebesgeschichten negativ ausgegangen sind und ich bin immer wieder verlassen worden und jetzt passiert mir das zum dritten Mal, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Krebsgen sich aktiviert, sehr hoch. Kurzum, die Sachen sind keineswegs so starr, wie sie scheinen. Unglücklicherweise hat sich die Medizin in den 70er Jahren hat sich auf die Behandlung des Stoffwechsels geworfen. Und natürlich auch nur des Stoffwechsels. Die Psyche des Menschen, seine Persönlichkeit, die hier steckt, die ist im Prinzip, seit es industrielle Medizin gibt, vernachlässigt worden. Aber jetzt haben wir eine noch viel unseligere Entwicklung. In den letzten 10 Jahren geht alles nur noch auf die Gene. Weil die Leute glauben, wenn ich hier was verändere, wenn ich hier ein Gen rausschneide, wo zum Beispiel Thrombose draufsteht, sozusagen, dann ist der Mensch ja total gerettet und geheilt. Das funktioniert überhaupt nicht so. Weil diese Sache nicht starr ist. Die werden umgebaut, die werden bearbeitet. Wenn hier was passiert durch eine Mutation, zum Beispiel durch UV-Strahlung und so weiter, dann gehen Reparaturenzyme hin und reparieren das wieder und Fehlableitungen werden. Aber wenn ich unglücklich bin, dann repariert sich hier gar nichts mehr. Und dann ist das Immunsystem unten und dann passiert gar nichts mehr. Das heißt, diese Zusammenhänge so auf eine einzige mechanische Sache wie ein Auto zu reduzieren, ist vollkommen daneben. Und darum kommt die Medizin, tritt auch im Prinzip, die haben immer nur teurere Medikamente. Und jetzt haben wir für ihren Krebs das so und so genmodifizierende das da entwickelt, Immunmodulatoren und so weiter und so fort. Nur schade, dass der Patient davon trotzdem nicht gesund wird. Warum nicht? Weil wir die psychischen Probleme gar nicht angegangen sind. Also wird das immer wieder kaputt gehen.
Und all diese Sachen, diese drei Ebenen alleine auf diesen zu behandeln, die Paracelsus, die Trier Principia nannte, er war der Erste, der festgestellt hat, dass die Psyche ein Riesenanteil ist und dass die Und Natur des Menschen ganz, ganz wichtig ist. würdest du die Psyche dann diesem, ich glaube, du nennst es siderische Körper Der siderische zu? Körper ist nicht die reine Psyche, sondern das ist erstmal die Prägung durch einen Himmelskörper. Okay. Mal Ist sehe ich. das gleichbedeutend mit dem Astralkörper oder ist das wieder etwas Ja, man könnte das anderes? so nennen. Okay. Sag mal, siehst du jetzt noch Bilder? Nee, jetzt sehe ich dich wieder. Groß. Du siehst mich wieder. Ja. Okay, dann muss ich mal gucken, wo eigentlich. Warte, jetzt habe ich dich gerade gar nicht mehr entdeckt. So, jetzt sehe ich dich wieder. Ja. Also, es ist so, dieser Himmelskörper sendet Licht aus. Und er sendet Klang aus. Das sind die Dinge, die NASA-Sonden haben das festgestellt. Das Universum hat keineswegs nur Vakuum zwischen den einzelnen Himmelskörpern, sondern da ist genug möglich, als dass Schall übertragen wird. Die NASA hat das aufgezeichnet, hat festgestellt, jeder der Himmelskörper, der in unserem Sonnensystem steht, sendet Licht und Klang aus. Wir können das aufzeichnen. Die haben das aufgezeichnet und dann so oktaviert, dass wir es auch hören können. Man kann also die Himmelskörper auch hörbar machen. Und die kann man dann anschauen, wenn man sich die NASA-Sondendinge anschaut, die Sound of Planets. Aber was dabei so entscheidend ist, wir nehmen das unbewusst immer wahr. Wir haben diese Klänge und wir haben diese Einflüsse und alles, was auf der Erde ist, das auch. Und dann gehen wir mit bestimmten Sachen in Resonanz und mit anderen nicht. Wenn ein Himmelskörper am Tag unserer Geburt dasteht, wie jetzt zum Beispiel die Venus oder Und auch da die ist nur ganz ist die Geburt, nicht die Empfängnis, nicht? Nein, die Geburt. Dann, Ja. wenn du das Licht der Welt erblickst, darum heißt das auch so in allen Sprüchen. Ja, Vorher bist macht du ja geschützt durch Sinn. das Amnion. Du hast Ja. Wasser um dich rum und da kommt das nicht an. Da kommen die Strahlen und es nicht so an. Ja. Du bist geschützt. Aber wenn du Okay. das Licht der Welt erblickst, also wenn du geboren wirst, und da ist manchmal so tragisch, wenn Leute die Geburt eingeleitet bekommen, da war vielleicht eine andere Planung mal da, eine Seelenplanung, und jetzt kommst du aber eher auf die Welt und auf einmal wechselt es von Mars auf Sonne oder von Sonne auf Mond. Ja, und das ist eine ganz andere Prägung, eine ganz andere charakterliche Eigenschaft, die dabei rauskommt. Und das Licht, was du bei deiner Geburt erlebst, das prägt dich. Das prägt dich psychisch, das prägt aber dich auch körperlich. Und das ist das ganz Interessante dabei. Und darum kannst du nach einer Weile die sieben Biotypen auch sehen. In deinem Fall zum Beispiel hätte ich jetzt überhaupt nicht nachschauen müssen, dass du Venus bist. Das weiß man einfach nach einer Weile, sieht man das. Und es ist auch witzig, du trägst sogar instinktiv die richtige Farbe. Okay, ja, und ist das Ja. blau in dem Fall, oder? Blau ist es, blau ist Venusfarbe. Die Männer tragen lieber blau als rosa. Rosa wäre auch eine Venusfarbe. Rosa ist ehrlicherweise ist sogar meine Lieblingsfarbe, Ja, das ist die zweite ja. Venusfarbe. Und das hat, Ja. das sind die beiden übrigens sehr interessant. Das sind die beiden Extreme am sichtbaren Spektrum. Blau ist hochenergiereich und rosa ist warm. Der hat die höchste Wärme. Das heißt, du hast einmal die höchste Wärme und einmal die höchste Energie. Während zum Beispiel Grün liegt genau in der Mitte des sichtbaren Spektrums. Grün ist die Farbe der Natur. Du weißt es von den Blättern, von unserem hauptsächlich unserer Vegetation. Aber es ist auch die Farbe des Saturn. Und der Saturn wird am liebsten grün tragen und mit dieser grünen Tarnfarbe sich in die Natur bewegen. Das ist die Kraftfarbe. Also du kannst im Prinzip, wenn du einmal weißt, welche Prägung durch welchen Himmelkörper da ist, dann weißt du ganz viel. Dann weißt du, wo sind die Kraftfarben, welches ist die wichtigste Zahl, welche Pflanzen gehören dazu, welche Bäume, welche Tiere passen zu am besten als Haustiere oder welche kannst du als homöopathische Mittel verwenden. Du weißt einfach sehr viel, ja, und natürlich auch von den Klängen, welche passen da am besten. Und damit kannst du arbeiten. Und dann könnte man die Schlussfolgerung ziehen, dass wenn ich mich mit Klängen umgebe, die nicht meinem Naturell oder meiner Signatur entsprechen, dass dann Disharmonie oder Ja, vielleicht das Krankheit zutage körperschief. tritt. Stell dir nur den Tritonus vor oder die Septime. Das können die meisten Leute nicht gut aushalten. Das macht schief. Und das muss immer zur Oktave hin aufgelöst werden. Wenn das nicht passiert, dann geht es den Leuten nicht gut. Das ist also Musik, die war im Mittelalter verboten, weil nicht gut weil gesundheitsschädlich. Und jetzt denk mal an den vielen Lärm, an den wir sonst ertragen müssen oder sonst.
Das ist während wiederum ist es so, die Venus-Leute brauchen viel Quinte, die brauchen viel Harmonie, auch in der Musik. Während bei den Merkuren, die brauchen Bewegung. Da ist der Dreiertakt drin. Das ist ja die Zahl 3, ist der dritte Himmelskörper. Da ist die Zahl 3. Das heißt, Walzer, Reggae, weiß ich nicht, solche Sachen sind gut. Sechs Achtel, solche sind Rhythmen für den Merkur. Und dann hast du natürlich noch die Metallanteile. Zu jedem Himmelskörper, zu jedem Biotyp gehört ein Metall. Und das ist das Konstitutionsmittel. Wenn du ein Instrument hast, in dem das Metall schon drin ist, wie in der Harfe oder in der Querflöte, wo jetzt Silber drin ist, dann weißt du, das ist Mond. Diese Musik hört man nachts. Und das ist, und bei Leuten, wo viele Mondtypen vorkommen, wie die Kelten, wie Iren oder Norweger oder so etwas, da kommt natürlich viel Musik mit diesen Elementen vor, mit diesen Instrumenten. Das heißt, du hast einfach einen ganz starken Bezug dazu. Und wenn du weißt, okay, derjenige ist ein Mondgeborener, dann ist das ein Nachtmensch. Dann geh nicht hin und zwing das arme Kind, wenn es ein Mondkind ist, mittags Hausaufgaben zu machen. Da kann sie es nämlich nicht konzentrieren. Das heißt, da besserst du die Lebensumstände schon, wenn du sagst, okay, das ist ein Mondkind, die müsste viel mehr nachts machen. Nicht früh ins Bett stopfen, sondern lieber eine Siesta halten. Das ist ja dann eigentlich auch eins, ja, vielleicht das Problem, dass wir in unserer Gesellschaft nicht wirklich unterscheiden zwischen individuellen Typen, nicht, sondern es gibt irgendwie so bestimmte, also nicht Erwartungen oder Bildung oder das irgendwie ein bestimmtes Rollenbild vermittelt, oder? Aber das ist nicht wirklich individuell, oder? Auf Ja, das ist sehr traurig. Diese den Bilder Einzelnen abgestimmt, ja. haben immer nur einen Typ. Du hast immer in der Werbung hast du den Marsmann und dann hast du die Venusfrau. Und jeder, der jetzt nicht zufällig so ist, und das sind immer sechs andere Typen, die fühlen sich unwohl und denken, irgendwas stimmt nicht mit ihnen. Und das wird ihnen ja auch systematisch eingeredet, weil wenn du dich unzufrieden, unwohl fühlst und nicht, ja, nicht wirklich stark, dann bist du beeinflussbarer für Konsum. Und das ist natürlich eine Sache, die ich sehr tragisch finde. Und das ist bei der Paarbildung noch mal schlimmer, weil da ist es unheimlich wichtig, dass man sich nicht hinter seinen Rollen versteckt. Spätestens nach einiger Zeit wird dieses Rollenbild abfallen und die Leute merken, wer dahinter ist. Und dann sagt man, ach Gott, so habe ich mir den aber gar nicht vorgestellt. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Ja, du bist enttäuscht aus zwei Gründen. Einmal, weil du das Stereobild von der Reklame erwartet hast, aus dem, was in den Filmen immer Also in kommt. dem Fall der Saturnmann und die Venusfrau. Ah, das ist so ist sie, denke Ja, der ich. Marsmann, der muss der Krieger sein, der soll dich beschützen und das ist der, der dann der laut ist und der Schweigsame. Und jetzt hast du aber einen ängstlichen, quasseligen Merkurmann. So, der hat jetzt eine Weile diese Rolle gespielt, aber Ja. irgendwann kann er das nicht mehr. Irgendwann Okay. kommt dann die eigene Natur raus. So, und jetzt bist du als Frau dran, denkst du immer, das hatte ich mir aber anders vorgestellt. Oder umgekehrt. Der Mann sieht die hübsche Frau mit einem niedlichen Kleidchen, tiefer Ausschnitt, Marketing, alles prima. Wird ja alles standardmäßig angepasst. Das kannst du ja überall in den. Dann guckst du dir Heidi Klum an und versuchen alle Mädchen so wie die Models auszusehen. Und damit ahnst du nicht, was in dieser Mogelpackung drin ist. Denn dann stellt sich nachher raus, diese Frau ist keineswegs die liebe, süße, anpassungsfähige Venusfrau, die Liebe über alles geht, sondern das ist vielleicht der kämpferische Löwentyp, der sich darunter verbirgt und die will ihre eigene Karriere machen und die haut dir einen runter, wenn du nicht funktionierst oder wenn du was willst oder ihr zu nahe kommst, emotional zu nahe kommst. So. Und zack, hast du eine Löwenpranke im Gesicht, wo du gar nicht mit gerechnet hast. Und dann ist das überhaupt nicht mehr das liebe, zarte Weibchen, wie sie aber rumläuft, wie sie alle rumlaufen. Und würdest du sagen, das ist dann die Chance, wirklich zum eigenen Naturell zu finden? Weil irgendwo könnte man ja sagen, das Unbewusste, irgendwie spüren wir trotzdem, wie wir wirklich sind, oder? Ja, die Leute, die ein bisschen auf sich hören, die entscheiden für sich, nee, so will ich nicht. Und die sind besser dran. Die Leute, die versuchen, sich anzupassen an das allgemeine Erwartungsding oder die durch die Erziehung auch in dieses Erwartungsteil gedrückt worden sind, die haben es schwerer. Und logischerweise, das sind die, die nachher in die Krankheit kommen, die das nicht schaffen, mit ihrer Natur sich auszusöhnen.
Das ist ganz klar. Die landen in der Sprechstunde irgendwann, früher oder später. Da kannst du mitrechnen. Weil dann siehst du eben viele Sachen wie, die Eltern haben nicht erlaubt, dass die Natur gelebt wird. Das hörst du natürlich bei den älteren Damen heute, die über 70 sind, die gerade jetzt so Schweiz, Süddeutschland oder so, da höre ich immer wieder, ja, mein Vater hat nur den Bruder studieren lassen und ich musste aber arbeiten und so weiter. Und dann kommt aber raus, diese Frau wäre eine Sonne gewesen, die hätte sich durchsetzen können, die hätte Karriere machen können und die ist natürlich ihr Leben lang wütend, sauer. Und dieses saure Wütende, das kann richtig gute Krankheiten auslösen, von Colitis bis also schweren Darmproblemen und dergleichen. Natürlich auch Allergie aufs Dasein, das wäre jetzt für Sonne charakteristisch. Wäre das eine Marsfrau gewesen, dann ist sie, dann reagiert sie mit dem Verdauungsapparat. Und bei den ganz üblen Geschichten geht es immer irgendwann Richtung Krebs. Und das ist ja jetzt eine Sache, die hat sich verbreitet. Das gibt es gar nicht. Aber du kannst diese Entwicklungen genau sehen. Genauso wie wenn ein junger Mann, der vielleicht eine künstlerische Ader gehabt hätte, unglaublich musikalisch war, zeichnen konnte und alles, aber von den Eltern da reingebracht wurde, was Praktisches zu tun. Auch furchtbar. Also auch unglücklich. Also alle die Leute, die in eine Ecke gedrängt wurden, wo sie nicht hingehört hätten, einfach weil sie ein Programm erfüllen, was entweder durch Erziehung oder durch Werbung und durch Gruppendruck in der Schule entstanden ist und sich da nicht rausstrampeln konnten, die können sehr schnell unglücklich werden. Und das ist eigentlich eine meiner Hauptaufgaben, abgesehen vom Behandeln von Krankheiten, dem kann man vorbeugen, indem jeder einfach erstmal weiß, was bin ich, wo sind meine Stärken, wo kann ich hingehen und wo sind meine Stärken, wo sind auch meine Schwächen, was tue ich, wenn ich irgendwo nicht mehr weiterkomme, welche Möglichkeiten habe und die Reaktionen sind einfach dann doch sehr unterschiedlich. Und das gibt eine unglaubliche Kraft und wenn ich nachher auf einen Partner treffe, dann schau mal erstmal hin, du wirst emotional angezogen von deinem Gegenteil, willst aber hinterher, dass der genauso tickt wie du. Da sind die Fallen der Partnerschaft. Und da musst du unheimlich aufpassen. Es gibt nicht nur die Unterschiede zwischen weiblich und männlich, was ja auch schon große Unterschiede sind, sondern du hast auch noch die Unterschiede der Biotypen, weil du normalerweise instinktiv dein Gegenteil suchst. Und Gegenteil bedeutet Da dann gibt es auch so einen Paare anderen wie Sonne, Biotyp. Mond, da gibt es Okay. Jupiter, Mond, da gibt es Paare Mars, Venus, Saturn, Merkur. Das sind so die Gegenteile. Und dann gibt es welche, die sind sich mehr ähnlich, die kämpfen mehr miteinander und die ganz gleichen, die kämpfen in jedem Fall. Also Sonne, Sonne oder Mars, Mars, da geht es dann schon zur Also Sache. wenn es die gleichen Signaturen sind, dann wird es richtig spannend sozusagen. Dann Also, wird das, dann knallen sie ja, aufeinander, weil sind man auch würde ja, die der erste gleichen. Schlussfolgerung wäre ja, das ist ja gleich im Sinne, da könnte man sich ja irgendwie direkt verstehen. Ja. Das ist auch in vielen Teilen so. Du bist ein guter Partner und ein guter Kamerad. Aber die Anziehung ist anders. Normalerweise sorgt die Anziehung dafür, das liegt daran, dass man ja an die nächste Generation unterschiedliche Gene weitergibt. Also sind die maximal unterschiedlichen, ziehen sich an. Das ist so, weil die Natur strebt nach Komplementierung, nach Ergänzung und nicht nach immer gleichen. Das ist biologisch wäre das sinnlos. Klone sind unbiologisch. Klone sind gefährlich, die würden aussterben. Also was machen wir? Maximale Unterschiede kombinieren. Weswegen man auch immer davon angezogen ist von Menschen, du weißt das selber, du bist davon angezogen, wenn jemand schwarzhaarig ist und dunkeläugig und du bist selber blond und blauäugig. Das ist einfach, solche Gegensätze ziehen sich an. Das geht schon an der Optik, das geht aber auch am Temperament. Auch da ziehen sich Gegenstände an. Und dann wirst du feststellen, das sind unterschiedliche Geburtsherrscher. Und sehr oft Also, dahinter. ich glaube, du hast die Auswertung für uns beide gemacht, meine Frau auch. Und wir sind, glaube ich, beide Venus, Bei euch ja? ist anders. Bei euch sind es Obwohl die wir, äußerlichen Unterschiede, die mehr anziehen. Ihr seid aber weil wir vom sehen Charakter komplett auch. unterschiedlich aus und auch Genau, vom, aber ihr habt ganz viel ja. gemeinsam. Das ist natürlich erholsam im Alten. Viele Venusse suchen sich andere Venusse. Das würde eine Sonne nicht machen, ein Mars auch nicht. Warum machen die Venusse das? Weil Das ist eine Besonderheit der Venus ist sozusagen. das ist eine Besonderheit der Venus, Okay. das Gleiche zu suchen. Aha. Und zwar darum, weil die Venus natürlich ein bisschen immer in Gefahr ist, von einem anderen, von einer Sonne oder einem Mars untergebuttert zu werden. Nehme ich einen gleichen, bin ich auf gleicher Höhe. Dann ist die Gefahr nicht so Interessant, ja. Weil wenn ich, groß. also wir kennen uns seit 15 Jahren, aber wir haben uns nicht wirklich verstanden für den größten Teil davon. Erst über die letzten 2, 3 Jahre
Ja, also das hat sich, also es waren wirklich das, so unterschiedliche Wahrnehmungen und Welten, deswegen ist das ganz interessant, Ja, das zu klar, aber ihr kommt entdecken. auch aus unterschiedlichen Kulturen. Das ist auch Ja, nochmal, kommt Kultur komplett prägt unterschiedlich. auch und das Ja, macht irrsinnig interessant. viel. Ja. Da hast du dann den epigenetischen Effekt auch. Und du merkst natürlich, wie dass die Völker ganz unterschiedlich reagieren. Und du hast, du sagst ja auch, ja, dass jeder Signaturtyp sozusagen einen bestimmten Sinn hat oder eine bestimmte, Natürlich, wir brauchen alle. das beziehst du auf die fünf Sinne oder Nee, also, sieben. oder sieben Sinne, ja. Ja, es sind Vielleicht sieben kannst du das Sinne. noch, ja, also auch eine bestimmte intuitive Wahrnehmung, Art vielleicht. Also zum Beispiel, du hast die Sonnen, das sind so die ursprünglichsten Typen. Die haben natürlich auch eine ganz ursprüngliche Intuition, aber die gucken auch vor allem auf ihre Augen. Die sind der optische Sinn, der gehört zur Sonne. Das Sonnenorgan ist Auge. Also schauen die aufs Äußere und fallen auch auf andere schnell rein, weil sie aufs Äußere schauen. Und das sind auch die mit der Reinen, die immer sehr gern etwas rational lösen und alle anderen Sachen gern ausblenden, dass es die auch noch gibt. Und das ist so die einfach, die gehen drauf auf das, was sie sehen, das glauben sie. Und das hast du natürlich bei Sonnenländern auch viel. Da hast du viele Sonnentypen, die da geboren werden. Und da hast du dann solche Länder wie Spanien, das ist ein Sonnenland, das ist ganz klar. Und das gilt natürlich auch für arabische Länder. So Saudi-Arabien ist auch ein Sonnenland. Und die trauen ihren Augen. Und dann hast du den Kontrast dazu, die Mondländer, die trauen ihren Ohr. Da ist nämlich das Gehör der stärkste Sinn. Und dadurch, dass die Nachtmenschen sind, gucken die ja auch nicht so intensiv, sondern die hören mehr. Nachts werden ja die Farbensicht abgeschaltet und dann werden die Ohren stärker. Darum macht man die Konzerte nachts, weil du da besser hörst. Also die Musiker spielen einfach sauberer nachts, als wenn sie tagsüber spielen würden. Die hören besser nachts. Das Macht gilt für Sinn, jeden Sinn. ja. Und darum gehst du auch zur Probe, wenn du singst oder so, machst du das nachts. Am besten Montagnacht, der Tag des Mondes, noch besser. Und die Mondgeborenen, die hören, ob einer lügt, die hören mehr falsche Töne, die sind intuitiver. Und dann hast du der nächste Himmelskörper wäre der Merkur. Und da ist ganz klar der Geschmackssinn wichtig, die Zunge. Der Merkur, da ist das Element Luft und da geht es um das, was an Pheromonen in der Luft ist und an den Geschmackspapillen landet. Und die Merkure sind ganz andere Typen, sind genau zwischen Sonne und Mond. Das sind die, die viel reden, das sind die, die sich viel bewegen, die sehen. Und das sind ja auch die Vermittler der Nationen immer. Und das sind die besten Köche, die besten Weintester, weil die einen ganz hochentwickelten Geschmackssinn haben. Und Zunge steht für zwei Sachen, für Geschmackssinn und für Sprache. Die sind auch sprachtalentiert ohne Ende. Ein Merkur quasselt drauf los und wenn er nur drei Worte einer fremden Sprache kann, dann redet er da mit ihnen. Und das ist immer wieder faszinierend. Darum sind es die, die am schnellsten Sprache erlernen, aber auch durch Gestik und so weiter intuitiv erfassen, was will der. An sich mit allen kommunizieren. Also darum sind die meisten Heiler haben irgendwo einen Merkur dabei. Oder sind Merkur als Hauptprägung. Das ist also ganz auffällig. Und dann hast du den Mars, dessen stärkster Sinn ist der Geruchssinn. Der Mars ist ja der Kämpfer und der muss die Angst des Gegners riechen können. Da geht das Adrenalin hängt damit zusammen. Adrenalin schärft Angstschweiß. Ja. auch das. Adrenalin schärft den Geruchssinn. Darum Ja, kannst du zum okay. Beispiel einen Marsgeborenen mit Räuchertherapie, mit sowas sehr gut behandeln, weil er auf Düfte sehr stark reagiert. Natürlich auch die Lockdüfte, Frauen und in welcher Paarungsbereitschaft sind die, das wissen die einfach. Da haben die ihre starken Sinne. Und es ist wie mit den Hunden. Du hast da eben bei den Merkuren hättest du die Vögelchen, und bei den Mäusen, da hast du die Hunde. Und dann hast du im Gegensatz dazu die Venusse, die sind wie die Katzen, die reagieren wieder ganz anders. Und deren starken Sinne ist der Tastsinn. Die sind die besten Physiotherapeuten, weil die Probleme der anderen fühlen. Und Gefühl in jedem Sinne, Gefühl tatsächlich mit den Händen, Gefühl mit der Emotion. Denn der Venus funktioniert hauptsächlich emotional. Und alles, was hässlich und fies ist, macht sie krank. Und was sich fies anfühlt, zieh einem Venuskind ein Wollpullover an. Das Geschrei, das hörst du drei Straßen weiter. Weil es einfach kratzt und unangenehm ist, das können sie nicht ab. Ich weiß noch, meinen Venussohn, den habe ich zur Verzweiflung bringen können, manchmal nur mit dem Fingernagel und der Serviette kratzen. Da war alles aus.
Also bestimmte Geräusche, bestimmte Stoffe, alles, was hässlich ist, was unangenehm ist, alles aus. Und dann, also die sozusagen die jeweiligen Krafttiere, nennst du es, glaube ich, oder? Die Ja. spiegeln dann diese Sinnesausprägung Genau, die wieder. spiegeln das genau wieder und mit denen gehen sie auch die Leute in Resonanz. Also ich habe immer wieder festgestellt, wenn wir haben ja hier zwei Katzen, logischerweise hat die uns unser Sohn angeschafft von kommen. Und du hast eine Gruppe hier von Workshop-Teilnehmern, die Katzen gehen dahin, wo wieder ein Venus ist. Die wissen das, die sortieren die aus. Wer, da, wo sie schnurrend auf dem Schoß sitzen, da weiß ich, aha. Während die Hunde, die sind ja viel zu lieb, die gehen zu allen, lassen sich von allen streicheln. Aber da siehst du natürlich sofort, dass dadurch, dass es sehr große Hunde sind, dass es große Doggen sind, da gibt es also dann Leute, die sich vor Schreck irgendwo hin am besten unter die Erde oder auf den Baum retten würden. Da siehst du natürlich auch die Reaktion und andere, die dann begeistert sind. Und, ah, wie herrlich. Also du kannst die Krafttiere suchen sich einen aus oder du siehst das sofort, wo ist die Harmonie, wo ist das Similis. Und das kannst du natürlich auch nachher homöopathisch in der Behandlung benutzen. Und dann hast du noch zwei Biotypen, die rausfallen, die selten vorkommen, weil Jupiter und Saturn, um einen Menschen zu prägen, also um bei der Geburt am Himmel zu stehen, klappt das ja nur, wenn die anderen nicht dazwischen stehen, also nicht abschirmen. Wenn du den Mars da stehen hast und der Jupiter steht dahinter, dann stört der Mars, im Prinzip prägt er dann eher, er ist einfach näher an der Erde. Der ist auf 2,5 astronomische Einheit, das ist uns sehr viel näher als der Jupiter auf 6 astronomische Einheit. Und der Jupiter kann nur die Materie prägen, wenn die anderen nicht da sind. Wenn du dann einen Jupitergeborenen hast, dann ist das Thema, sind es ganz andere. Das sind Leute, die haben einen, darum leiden die jetzt. Die haben einen ausgeprägten Magnetsinn, so wie die Zugvögel. Es ist ja ein Sinn, den haben wir alle im Hirn, aber meistens merken wir das nicht. Aber jetzt, durch diese ganzen G-Belastungen, 5G, ich habe hier Gott sei Dank noch keinen, wir haben hier 4G, aber irgendwann kommt hier auch 5G irgendwann mal hin. Es gibt Leute, die fühlen, wo sind die WLAN-Systeme, die in einem Haus, wo 8 oder 10 Parteien WLAN haben, und das kreuzt sich auch noch überall, die merken das. Es gibt andere, die merken das gar nicht. Aber die Jupitere, die haben diesen Sinn sehr stark und die sind immer orientiert an den Magnetfeldern und geraten in Desorientation, wenn das künstlich gestört wird. Und die musst du dann mit seltenen Erden behandeln, also mit diesen paramagnetischen Stoffen, die immer in Computern und Handys und überall drin sind. Und das ist ein besonderes Talent, die merken überhaupt, welche Spannungen da sind. Der Jupiter ist ein Spezialist für atmosphärische Spannungen. Und darum ist er einer, der die Gesellschaft als Ganzes, eine Gruppe als Ganzes versteht. Interessant, ja. Und das ist eine Besonderheit da. Und dann am allerseltensten gibt es die Saturne. Das passiert eben nur, wenn alle anderen Himmelskörper nicht da sind. Und dann kommt der Saturn an den Himmel, oder der steht aber auf 10 astronomischen Einheiten. Das heißt, das ist 10-mal die Entfernung Erde-Sonne. So weit ist der weg von uns. Und diese dunklen, tiefen Wellen zu bekommen und dann in Resonanz in der Natur zu gehen, ist eben selten. Es gibt aber eben vieles auf der Erde, das Saturn geprägt ist, alle Giftpflanzen zum Beispiel. Das liegt auch daran, dass der Saturn sehr unangenehm klingt. Der hört sich an durch seine Ringe wie so ein scheppernder Autowerkstatt. Das ist ganz witzig, wenn du das mal anhörst. Und da gehören, und die Leute, die mit dem in Resonanz gehen und also unterm Saturn geboren werden, die stehen sehr weit weg von dem Rest der Gesellschaft. Die sind nicht so emotional, die sind rationaler, die reagieren mit dem Stammhirn auf vieles. Und das bedeutet, dass die sehr gerne lesen, dass die sehr gerne lernen, leicht lesen, gutes Gedächtnis haben und mit der Natur besser zurechtkommen als mit anderen Menschen. Das ist ein Charakteristikum. Und da kannst du eben sehen, die Krafttiere da sind welche, die anderen nicht leiden können. In diesem Falle die Reptilien. Und das sind die Leute, die Parsel können. Das sind die Leute, die mit Reptilien umgehen können. Und das ist merkwürdig, wenn man das am Anfang fragt, man sich immer nur, was stimmt mit mir nicht? Warum interessiert mich überhaupt nicht, was man an Mode anhat? Warum finde ich das vollkommen, warum mag ich eigentlich die ganz alten Sachen lieber als die neuen? Warum kann ich nicht meine Emotionen so zeigen, wie von wegen sich um den Arm fallen und hallo und so?
Das kannst du als Saturn nicht nie. Und dann fragst du dich, was stimmt mit dir nicht? Und am allerbesten, ich erinnere mich, da habe ich noch nichts von den Signaturen gewusst, aber als Kind, wenn du dann da sitzt und statt wie bei dem Franziskus, der, wo immer die Vögel auf ihm saßen, das war wohl ein Merkur-Typ, bei mir saßen immer die Kröten, die Schlangen, die Kleinen, die Eidechsen kommen, wenn ich draußen bin, da kommen die und setzen sich auf meine Hand. Und dann denkst, und ich fand sie immer obersüß und sagte dann zu meiner Mutter, schau mal, wie süß. Und wenn dann alle zurückweichen, Igitt, dann merkst du, irgendwas ist hier falsch. Anders, ja. Du bist in einem falschen Film und dann spätestens, wenn du dann irgendwann älter wirst und das immer wieder feststellst, dass du anders tickst als die anderen, ist es sehr gut zu wissen, warum. Also ich kann viele Saturngeborene immer wieder trösten, dass das eben auch normal ist. Es gibt eben auch immer eine Gruppe, die rausfällt und die Und du ganz hast andere Prioritäten hat. jetzt ein, du hast gesagt, oder? Also diese 7 Typen, die sind nicht gleich verteilt. Es gibt Nein, die sind nicht gleich unterschiedlich verteilt, viele, weil ja. das hängt davon ab, wie unser Sonnensystem gebaut ist. Wir haben einen Himmelskörper ganz nah bei uns, das ist der Mond. Und dann sind wir eingerahmt von Venus und Mars. Und dann kommt der Merkur, danach kommt die Sonne. Das ist eine astronomische Einheit. Und dann hast du auf der anderen Seite hast du noch Saturn und Jupiter, aber die sind sehr weit weg. Wie ist es nun? In jedem Jahr stehen in den Sternzeichen die Himmelskörper woanders. Und Und nur eine Frage, also das ist dann der Geburtsherrscher sozusagen, ja, oder? genau. Ja, Der, das, was da so nennt, der ja. wirklich so in der Mitte des Himmels steht und dann die Prägung vornimmt. Und wenn du guckst, ich kann, wenn du willst, mal schauen, ob ich uns so ein Ding zeigen kann. Ja, klar, gerne. Das würde ich ja ganz gerne mal machen, immer vorausgesetzt, dass ich jetzt in der Lage bin, das zu finden. Natürlich nicht, wieder typisch. So siehst du jetzt einen Himmel. Genau, ja, Genau. genau, sehen wir, So, das ja. ist jetzt, das habe ich jetzt mit Astronomie-Software gemacht, aber ich könnte jetzt auch auf den Turm gehen heute Nacht und mir das selber anschauen, denn das ist jetzt heute der heutige Tag. Und wenn ich dann schaue an den Himmel und suche die Jungfrau, dann werde ich feststellen, da steht mittendrin der Merkur. Kinder, die heute auf die Welt kommen, sind Merkur geboren, haben aber auch noch einen Schutzengel dabei, das wäre in diesem Fall die Sonne. Das heißt, viel Lebensenergie kommt noch hinzu, aber Merkur regiert in der Jungfrau. Hier wäre jetzt der Merkur der Himmelskörper, der die größte Prägung vornimmt. Und das kann ich machen. Ich habe mit so einer Astronomie-App kann ich mir den Himmel anschauen, direkt abends, oder ich nehme Fernrohr. Früher hat es natürlich zu Paracelsus-Zeiten haben die Astronomen jeden Abend mit dem Fernrohr geguckt, wer steht wo, und haben das in Karten eingetragen. Ja, okay. Ja. Der Paracelsus hat nie mit einem Radixhoroskop gearbeitet. Ich muss das immer wieder mal erzählen, dass Alchemie nicht Astrologie ist. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das wäre eine spekulative Sache nach dem Motto, was hat das von Einfluss, sondern es geht mir hier um die rein physikalischen Wellen, die da ausgelöst werden. Und logischerweise kommt es da, wenn man sich das anschaut, genau darauf an, wo stehen, wie weit sind die von der Erde weg, wo kreisen die gerade, und das ist in jedem Jahr anders. Das heißt, es nutzt nichts, dein Sternzeichen zu kennen, weil da stehen, in diesem Jahr ist da jetzt der Merkur, im nächsten Jahr kann da jetzt auch die Venus sein. Okay, also es ist wirklich unabhängig vom Sternzeichen. Ja, das ist ganz wichtig, das zu wissen. Jetzt hast du vorher noch gesagt, als wir also über den Saturn gesprochen hast, nie, ich glaube, in Bezug auf, ich weiß nicht, ob es Emotionen, meine Frage, ist das Ja. dann wirklich, also diese Signatur, könnte man das sehen als eine definitive Ausprägung, so bin ich, oder ist das eher so eine Startkonstellation, von der ich aus hier auf Ja, Entdeckungsreise natürlich ist gehe? das ein Material, was dir mitgegeben wird und du kannst das jetzt entwickeln, wenn du weißt, wo da deine Stärken und Schwächen sind, wenn du weißt, okay, also ich habe jetzt als Saturn Schwierigkeiten, den anderen meine Emotionen zu zeigen, die anderen fürchten sich mehr vor mir, weil ich immer so pam, 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 knallhart nur mit den Fakten ranrücke, dann kann ich natürlich schon mal von den anderen durch Beobachtung lernen, wie verhalten die sich und ich mich daran anpassen. Das kann ich machen, wird aber nichts daran ändern, dass mich das im Inneren kalt lässt. Es sei denn, es geht um die Liebe, die geht so durchgehend. Das ist für die gesamte Natur ist das so. In der Natur ist die Liebe durchgehend. Das geht über alle Biotypen und es geht über die komplette Materie. Das siehst du ja schon, wenn du Tiere beobachtest und wenn
Ich schaue mir zum Beispiel meine Schlange an, als ich noch Schlangenpaar hatte, jetzt habe ich nur noch einen, aber als das ein Paar war, konnte ich beobachten, wie die aneinander hängen, wie sie sich umeinander kümmern, wie ihr Eheleben ist. Und wenn sie Streit haben, dann flog immer das Männchen aus der Höhle, dann durfte er rein. Also so, heute Nacht schläfst du auf dem Sofa. Es war so beobachtbar, selbst bei Schlangen. Also man muss sich, es geht durch die, du siehst die Emotionalität und in allem. Aber sie ist eben anders. Und sie reagiert eben auch anders. Und wenn man die Tiere beobachtet, kann man sehr viel lernen über Menschen. Und das ist, wenn du die Similis kennst. Das fände ich auch immer sehr interessant. Zum Beispiel habe ich mich mal einen ganzen Tag hingesetzt und Schmetterlinge beobachtet in einem Schmetterlingshaus, um festzustellen, wie man mit Schmetterlingsmitteln Venuskinder behandeln kann. Schmetterling ist ein Venusmittel, weil es sowieso logischerweise diese wunderschönen Tiere, die gehen auch nur auf Venuspflanzen oder sehr gerne auf Venuspflanzen. Und wenn du die dann anschaust und dann guckst du das an und denkst, siehst du, okay, da gibt es den Venus, der wunderschön gekleidet ist mit wunderschönen Mustern und der sich gern zeigt. Und dann hast du einen anderen Schmetterlingstyp, der ist ganz schüchtern im Hintergrund und passt sich eher der Umgebung an. Dann hast du so den Kohlweißling und dann hast du andere wiederum, die flattern so hektisch. Die sind so aufgeregt, so unsicher, dass du nicht mal die Flügel fotografieren kannst. Das ist der Graphium Agamemnon. Diese Beobachtung kann ich dann verwenden, wenn ich nachher hyperaktive Kinder habe und die behandeln soll. Und dann kann ich mir anschauen, okay, ich habe hier 5 Venuskinder, welcher Schmetterling ist es? Und das Okay. ist eine ganz tolle Sache, während ich bei hyperaktiven Marskindern, da suche ich unter den Spinnen. Da brauche ich gefährlichere Tiere. Und das heißt, die Beobachtung der Natur, die kommt dir sehr schnell immer wieder auf das Similis und auf die Verbundenheit mit allem. Aber du musst natürlich wissen, was ist was. Und das kannst du sehr, sehr schön hinkriegen, wenn du dir die Einzelnen wirklich genau dich darauf einlässt, die anzuschauen. Also es ist dann sozusagen immer die Ausgangssituation, jemand kommt mit einem Problem vermutlich, einem Symptom irgendwo und dann geht es eigentlich erstmal darum zu schauen, wer ist derjenige, welche Signatur trägt er, Genau. wo finde ich die Lösung in Anführungsstrichen Genau dann. das. Und das ist gerade, ich finde es besonders dankbar bei Kindern, wenn man damit anfängt, die zu beobachten, indem man anschaut, die sind ja auch noch sehr eng an der Natur. Was habe ich hier genau vor mir? Ist das ein Löwenjunges? Ist das ein Wolfsjunges? Ist das ein Schmetterling? Ist das vielleicht eine Spinne? Oder habe ich hier ein Vögelchen, das keine Luft kriegt und dem unbedingt Flügel wachsen müssen? Solche Dinge. Also das ist dann, damit hast du vor deinem inneren Auge die Signaturen immer da. Wenn du die kennst, dann weißt du auch, unter welcher Mittelgruppe du suchen musst. Und das ist ja so bei der Signaturenlehre, die ist von außen nach innen geordnet, also von oben nach unten und von außen nach innen. Ich kann mal ein ganz schönes Beispiel bringen, das möchte ich vielleicht mal zeigen. Immer Ja, bitte, vorausgesetzt, ich wäre in der Lage, den nehmen wir jetzt raus. Jetzt gucke ich mal, ob ich bei der Signaturenlehre nochmal das zeigen kann, was hier zum Beispiel, ja, jetzt mache ich das mal groß. Siehst du das? Moment, Oder? jetzt noch nichts. Nein, du siehst es noch nicht. Okay, da muss ich nochmal schauen. Kompantierpartei, ja, das muss ich ja vielleicht zu diesem Zwecke mal aufrufen. Jetzt kommt Jetzt, was, ja. genau, jetzt schau es Ja, mal. perfekt. Paracelsus sagt, schaut ins Licht der Natur. Die Leute haben früher keine LD50-Tests gemacht, also geguckt, ich gebe jetzt dieses Mittel, wie viele Ratten sterben davon wann. Diese üblichen Tierversuche, das hat man nicht gemacht im Mittelalter, das brauchte man nicht. Man hat sich die Pflanze angeschaut und hat sich geschaut, wonach sieht es denn aus? Das hier hat einen Strahlenkranz wie die Sonne. Damit ist es wohl eine Sonnenpflanze. Zur Sonnenpflanze gehören als Organe Herz, Augen, Nerven. So, heute mache ich das, indem ich die durch ein Massenspektrometer laufen lasse und schaue mir die Formel an. Und was finde ich da drin? Ich finde Xanthophylle, das macht die Farbe gelb. Das ist ein wichtiges Antioxidans. Das schützt mich vor Licht, Augen. Die gelben Farbstoffe sind immer die Augenmittel. Jedes Naturaugenmittel heute, um den Sehnerv zu schützen, enthält Xanthophylle, zum Beispiel Lutein. So, dann habe ich hier drin, was habe ich hier? Entzückenderweise ein Herzglykosid. So, und das heißt, ich brauche das nicht, ich schaue mir das von außen an und ich weiß, innen ist etwas fürs Herz. Und solche Sachen
Die sind so gemacht. Da habe ich eine rosa Pflanze, dann weiß ich, okay, das ist wahrscheinlich eine, die auf Haut und höchstwahrscheinlich wirkt auch auf die Nieren wirkt. Und so kann ich, habe ich so Da eine. wären wir wieder beim Venus-Typ Das dann. wäre Venus, genau. Ja. Da sind die rosafarbenen mit 5 zipfliger Blüte. Nicht wie diese hier zahlreiche, wie die Sonnenkränze. Das heißt, ich habe im Prinzip Anzeichen von außen. Ich kann auch über den Geruch gehen. Ich kann diese Pflanze in der Hand reiben. Da werde ich so einen kamillenähnlichen Duft bekommen. Die Sonnenpflanzen duften alle ähnlich, genauso wie die Venuspflanzen alle leicht nelkig duften. Das ist also, das ist auch durch Duft kannst du das auch erfassen. Du kannst alle Sinne verwenden, um eine Signatur zu erkennen. Wenn du hier schaust, das ist der Spruch von Paracelsus. Gott hat die Materie gezeichnet. Hier habe ich 6 Zipfel und ein leberförmiges Blatt. Das ist das Leberblümchen, das ist also das Hepatica. Das kann ich wohl für die Leber brauchen. Die Zahl 6 gehört zum Jupiter übrigens. Hier habe ich etwas, was wie ein Auge aussieht. Das sind diese winzigen kleinen Lippenblüten. Die gehören ganz allgemein in die Merkurgruppe. Und damit kann ich kaputte Schleimhäute, in diesem Fall die Schleimhäute der Augen, behandeln. Das ist Euphrasie. Damit habe ich ein Augenmittel. Winzige Lippenblüten gehören immer zu den Merkurpflanzen. Das sind die vielen Küchenkräuter. Und die wirken immer auf die Schleimhäute, normalerweise auf die Atemwege wie Thymian, aber auch auf kaputte Schleimhäute, die entzündet sind. Dann nehme ich Melisse oder Minze. Also ich kann also ganz viel machen mit diesen Lippenblüten, wenn es um Schleimhäute geht. Das ist das Organ des Merkur. Hier habe ich etwas Eigenartiges. Ich habe ja mal behauptet, es gibt 7 Arten von Kopfschmerzen. Ich behaupte auch, es gibt 7 Arten von Herz. Wenn ich jetzt als Vom Sonne, Herz. von Herz, ja, Vom Herz, okay, ja. Herzen. Wenn du als Sonne, das sind die meisten, die Herzprobleme haben, dann suche ich eine Sonnenpflanze dafür. Dann suche ich Hypericum, dann suche ich die Sonnenblume, dann suche ich das Sonnenröschen. Jetzt bin ich aber Mond mit einem schwachen Herzen. Dann brauche ich eine Mondpflanze. Und das Herz ist anders schwach als das bei der Sonne. Bei der Sonne ist es durch Überlastung. Bei dem Mond ist es durch Wasser. Das Element des Mondes ist Wasser. Das heißt, das ist eine Herzinsuffizienz. Was brauche ich dann? Eine Mondpflanze. Und da habe ich hier zum Beispiel das Hirtentäschelkraut. Hier die weißen Blüten zeigen mir an, dass es eine Mondpflanze ist. Und hier die kleinen Herzblättchen zeigen mir das Organ an, für das es wirkt. Eine leichte Herzinsuffizienz. Bei einer starken Wahnsinn, ja. Herzinsuffizienz nehme ich mir eine andere Mondpflanze, das Maiglöckchen. Das kann ich dann allerdings nur homöopathisch oder spagyrisch machen, weil das ist nämlich giftig. Dies hier ist nicht giftig. Und jetzt habe ich einen Marsgeborenen mit Problemen seiner Blutgefäße. Zum Mars gehört der Verdauungsapparat und die Blutgefäße. In anderen zum Beispiel auch Bluthochdruck oder Kapillarblutung oder Krampfadern oder Hämorrhoiden und so weiter. Was nehme ich da? Da brauche ich Marspflanzen. Marspflanzen kennzeichnen sich immer durch etwas Rotes. Ich habe entweder roten Wurzelsaft oder rote Beeren oder rote Blätter, meistens rote Blätter oder rote Flüchte. Was ist da drin? Gerbstoffe, die ziehen Blutgefäße zusammen. Was mache ich bei Varizen? Ich nehme Blaubeer, weil Blaubeerextrakt hat ganz viel Gerbstoffe. Oder ich nehme Weinlaub. Weinlaub ist das, was Kapillargefäße zusammenzieht. Also das heißt, es stützt Blutgefäße. Damit wirkt natürlich auch gleich gegen Durchfall und dergleichen auch die Verdauungsprobleme. Kann man mit roten Mitteln sehr gut behandeln. Das heißt, du hast einen ganz direkten Einfluss von außen, von dem, was du siehst, und zu dem, was innen drin ist. Ja, echt, also wirklich faszinierend. Und ich glaube, das hast du mir gesagt im Vorgespräch, sinngemäß im Buch der Natur zu lesen, statt irgendwo Ja, in, genau. also in irgendeinem Wälzer oder so hier dem Buch irgendwie die Lösungen abzulesen in dem Sinne, oder? Und das, was man wirklich, ja, hier auch, also während du sprichst, oder wirklich entdeckt, oder diese ganzen Analogien. Ja, genau. Es Ja. geht darum, dass du begreifst, dass die Sachen nicht zufällig da sind und völlig isoliert. Und auch noch ganz, ganz wichtig, wenn etwas in Mode kommt, wie basische Ernährung jetzt für alle oder vegan ist for fit und solche Geschichten, die gehen nicht für alle. Die gehen vielleicht für einen Biotypen, aber nicht für alle.
Und selbst dann musst du noch aufpassen, ist das natürlich, ist das nicht natürlich. Basisch ist ein Problem, ist eine Sache für übersäuerte Typen. Wer ist übersäuert? Der Saturn von Natur aus. Saturn hat Knochenprobleme von Natur aus und das sehr früh. Oder wenn ich im Lebensalter, also ich entwickle mich ja auch ein bisschen von Sonne nach Saturn, wenn ich voranschreite in meinem Alter, dann komme ich irgendwann ab 75 bei Saturn immer an. Dann brauche ich fast nur noch Saturnpflanzen, die Giftpflanzen, damit überhaupt noch was passiert im Stoffwechsel. Und dann ist basische Ernährung richtig. Da gehört das Basenpulver hin, da gehört die grüne Heidelerde hin. Da tue ich dann etwas für meine Knochen, denn um in die Knochen Kalzium einlagern zu können, brauche ich einen basischen pH. Wenn ich aber ein Sonnentyp bin, dann bin ich mit basischer Ernährung überhaupt nicht gut dran. Denn der Sonnentyp, der braucht hauptsächlich Vitamin C, das, was in allen Zitrusfrüchten drin ist. Vitamin C wird aber stabilisiert durch Säure. Dann mache ich, dann haue ich mir also im Prinzip gegen meinen Körper, wenn ich dann basische Ernährung nur noch anfange, nur noch Kartoffeln und Avocado und dergleichen. Das heißt, wir müssen genau anschauen, was ist für wen gut. Und wenn ich sage, vegetarisch, das geht gut für die Monde, weil die Monde sowieso viel Element Wasser brauchen und weniger die erdigen Sachen. Das heißt, die können auf Fleisch besser verzichten, aber nicht auf, aber dafür brauchen sie Fisch. Das heißt, die können, das geht auf die Weise gut. Viel Gemüse und Fisch wäre die Ernährung für Mond. Aber für den Sonnentyp wäre das nichts. Der kann mit Fisch nichts anfangen. Der Löwentyp braucht Fleisch, der braucht Protein. Und das siehst du immer sehr schnell. In, und dann der Venustyp, was braucht der Venustyp? Wenn du das willst du sicher wissen, das sind natürlich Ja, schieß los, Meeresfrüchte. ja. Das heißt, einmal im Monat ist Gambas oder Meeresfrüchte, okay, ja. Meeresfrüchte, da ist Kupfer drin. Und zwar so biologisch gebunden, dass es sofort aufgenommen wird. Und das ist nämlich, da haben wir ja auch noch das Problem der Bioverfügbarkeit. Die Vitamine kommen alle aus Pflanzen, aber die Mineralien nicht. Die Mineralien sind in Pflanzen für uns schwierig zu erreichen. Meistens falsche Oxidationsstufe oder falsche Proteine drumherum. Kurzum, wir kommen am besten an Mineralien über die tierische Ernährung. Weswegen ja die klassische Ernährung omnivor ist, alles. Nur in ganz unterschiedlichen Gewichten. Also du brauchst einmal die Woche vielleicht Fleisch, aber das wird dir dann natürlich exakt das Hämoglobin liefern. Aber auch da ist eben der Unterschied ist sehr, sehr groß. Es ist nie, wenn etwas propagiert wird, jetzt ist die Löwenzahndiät oder weiß ich nicht mehr. Das geht für den einen ganz toll und für den anderen gar nicht. Und da muss man genau gucken, passt das zum Biotyp oder passt das nicht. Liegt ja, also die Schlussfolgerung liegt ja nahe, dass diese sieben Signaturtypen ja irgendwie auch korrespondieren mit unseren sieben Chakren, vermutlich. Ja, das ist schwierig, weil das Nein? handelt sich um energetische Wirbel. Also, und was in jedem Fall wahr ist, nicht nur, dass wir diese sieben Chakren haben, wir haben natürlich auch die sieben Organe, wir haben das komplette Sonnensystem in uns. Es ist bei der Geburt nur eine Gewichtung auf etwas. Aber logischerweise haben wir alle sieben Organe. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie ein Leiden, das gar nicht dazu passt, ich habe jetzt gerade einen Leberstau. Und das wäre ein Jupiterleiden, du bist aber gar nicht Jupiter, trotzdem nimmst du dann eine Jupiterpflanze dafür. Was wäre in dem Fall Löwenzahn oder Schöllkraut? Also so schon. Wie das, die sieben Chakren sind energetische Themen. Also da geht es eigentlich nochmal um was anderes. Aber könnte man, also das wäre jetzt für mich so eine mögliche Schlussfolgerung, dass je nachdem, welche Signatur ich trage, bestimmte Chakren energetisch vielleicht voller sind, Ja, beziehungsweise vielleicht natürlich. eher Das ist so. schwächer und also Na in dem Sinne klar. mein, also diese Signatur in sich auch wieder Ja, natürlich. Das sind ja tragen. alles Puzzlesteine und die Ja, verschiedenen Kulturen haben wahnsinnig interessant. verschiedene Ansätze, damit umzugehen. Und alles, was ganzheitliche Methoden sind, und das ist das Ayurveda, kommen natürlich zu dem Punkt. Also, Michaela, wahnsinnig interessant. Also, ich habe es, du hast ja, beziehungsweise ich habe es vorher gesagt, du hast eine Auswertung für mich und meine Frau gemacht. Das ist schon ein paar Wochen her. Und du bietest das ja auch an, oder? Also, für jeden, der jetzt hier vielleicht neugierig geworden ist, da seine eigene individuelle Signatur oder sich selber besser zu verstehen, der kann das bei dir machen lassen, nicht? Ja, klar. Also auf Ja. der Seite, auf der Paracelsus-Akademie-Seite ist eine Möglichkeit, die Geburtsherrscher zu bestimmen. Es ist aber auch so, dass ich online Kurse anbiete, wo Leute das lernen können. Wer sagen will, ich möchte das auch können.
Dann biete ich für Laien auch, also für alle Kurse an. Ansonsten gibt es natürlich für die Heilpraktiker und Ärzte und dergleichen, die Paracelsus Medizin lernen können, gibt es viele Seminare. Aber ich habe auch für die Laien eine Seite entwickelt, damit man nachlesen kann mehr über sich. Und das ist die Signatur-Leben-Seite. Daran ist ja angeschlossen Facebook. Und da setze ich alle 2 Tage etwas rein, was die Signaturen da im Alltag darstellen. Und da kommt immer etwas rein über Haustiere, über Pflanzen, die gerade dran sind, über was man jetzt machen kann, über das Jahr, in dem wir leben, wie wir das, wir haben jetzt Jupiterjahr, was tue ich mit diesem Jahr? Darum ist in diesem Jahr zeige ich dann, wie ich Lorbeeröl zubereite oder wann man Feigenwein macht und wozu der gut ist und solche Sachen. Also praktische Sachen auch für alle, die jetzt nicht unbedingt gleich in einem Heilberuf sein müssen, weil es tut jedem gut zu wissen, was bin ich, was ist mein Partner, was ist mein Kind. Und mit wem lebe ich hier zusammen? Wen habe ich vielleicht bei der Arbeit als engsten Mitarbeiter? Und solche Sachen, das zu wissen, ist das eine und damit umzugehen, ist das nächste. Das ist der nächste Schritt. Und darum habe ich auch diese Sachen auf der Signatur-Lebenseite, damit jeder sich darüber informieren kann. Und ich habe auch Videos gemacht auf dem YouTube-Kanal Non Dom Scientia, damit die Leute einfach nachschauen können, Biotypen Mann, Biotypen Frau. Wie sind die? Was machen die? Und was kann ich zur Ernährung tun? Also da habe ich so kleine Videos reingesetzt, dass man da sich das einfach anschauen kann, ohne jetzt gleich die Bücher lesen zu müssen. Natürlich habe ich auch Bücher geschrieben zum Thema. Das ist für alle Leute, die sich da hinein vertiefen wollen. Ja, also klasse. Also nur, um das nochmal zu sagen, wir verlinken natürlich all das, was du jetzt erwähnst, hier unten, ja, so dass das jeder dann direkt nachschauen kann. Ja, Ja, klar, das ist. Michaela, also ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, hier aus deinem reichen Erfahrungsschatz hier mit uns zu teilen. Ja, es ist wirklich interessant und ich denke, es ermöglicht wirklich mehr Verständnis für einen selber, aber auch für andere. Ja. Ja, natürlich. Das ist eigentlich das, was ich jetzt meine Aufgabe ansehe, dass die Leute glücklicher mit sich sind, zufriedener mit sich sind, mit ihrem Dasein, besser reinkommen in ihre Stärke und mit anderen auch besser zurechtkommen. Weil wir sind doch eine ganze Weile, laufen wir hier rum und möchten mit den anderen zurechtkommen und möchten, dass das jeder wünscht sich doch, dass er zufrieden und glücklich sein kann. Und ich denke mir, das ist eine Methode, lange noch, bevor man dann irgendwann erkrankt ist und gesund werden will. Das ist ja im Prinzip die nächste Stufe. Und nicht glücklich sein führt in Krankheit. Und das ist das, was ich immer wieder beobachte. Die Krankheiten fallen uns nicht an, irgendwie und zufällig, sondern die sind eine Konsequenz von etwas. Und dem kann man natürlich, wenn man seine Stärken kennt, super gut vorbeugen. Ja, absolut einverstanden. Lieber mit Freude Ja, genau. vorbeugend, ja, wenn man keine andere Option mehr hat. Nein, Genau. dann Michaela, ganz herzlichen Dank. Ja, es hat wirklich große Freude gemacht. Danke für deine Zeit. Ja, natürlich auch an euch alle. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Immer eine große Freude. Ich danke euch und wünsche euch alles Gute und bis bald. Okay, gut. Was ist mein Potenzial? Was steckt wirklich in mir? Ist es möglich, freudvoll, fröhlich, erfüllt zu sein und das auszudrücken, was ich wirklich bin? Habe ich überhaupt einzigartige Gaben und Talente? Falls ja, wie finde ich die? Und wenn ich sie finde, wie bringe ich die hier zum Leben? Ja, ist es überhaupt möglich, seinen Lebensunterhalt davon zu bestreiten, was ich bin und liebe? Ja, das sind einige der Fragen, die mich seit über einem Jahrzehnt antreiben. Ich möchte keine endgültige Antwort geben, aber ich habe auf meiner Suche wertvolle Prinzipien gelernt, die mir geholfen haben, mich selbst wiederzufinden und das, was ich wirklich bin, hier Stück für Stück in das Leben zu bringen, unabhängig von Erwartungen, unabhängig von Konditionierung, unabhängig von limitierenden und selbstbegrenzenden Gedanken und Mustern. Und jetzt möchte ich die Brücke sein, du siehst sie hier hinten, und diese Prinzipien an dich weitergeben, sodass ich dich eben nicht nur mit meinen Worten daran erinnere, sondern die ermögliche, das selbst zu überprüfen, zu entdecken, zu erfahren, also tatsächliche Selbstentdeckung, Selbstbefähigung, dass du ein wundervoll kreatives Wesen bist, ein Genie im wahrsten Sinne des Wortes und das Potenzial, die Möglichkeit hast, genau das zu entfalten und dich und deine Kreativität freizusetzen. Das ist meine Mission, sozusagen jetzt. Und ganz wichtig, glaub nicht meinen Worten,
aber auch nicht deinen möglicherweise skeptischen Gedanken, wenn du mir jetzt zuhörst, sondern überzeug dich selbst, probier es aus und mach bei unserem nächsten Seminar strukturelle Kreativität mit. Mehr Informationen hier, die Teilnahme ist kostenlos. Ja, ich freue mich, deine Kreativität zusammen freizusetzen.